Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, Herr Neß, wir sollten nachher in einem persönlichen Gespräch mal klären, warum Ihnen mein Wort weniger wichtig ist als das meines Fraktionsvorsitzenden. Ich danke aber für das Stichwort der Ackerfurche. Ich habe nämlich überlegt, wo habe ich schon mal die Ackerfurche irgendwo gehört oder gelesen? Und da ist mir doch das Märchen eingefallen vom Hasen und den Igel. Da gab es nämlich einen eitlen, stolzen Hasen und einen kleinen, freundlichen Igel. Und der hat sich immer in der Ackerfurche bei dem Wettrennen versteckt. Und wer hat letztendlich gewonnen? Der schlaue Igel. Oder meinten Sie die Ackerfurche aus dem Klassiker von Achim von Arnim, die Kronenwächter? Und jetzt können Sie sich das Bild selber zeichnen. Da heißt es nämlich, Zitat, aber nach Jahrhunderten der Zerstörung erkennen die einwandernden Anbauer des Waldes mit Teilnahme die Unvergänglichkeit der Ackerfurchen und Grundmauern untergegangener Dörfer und achten sie als ein wiedergefundenes Eigentum ihres Geschlechts, das der Gaben dieser Erde nie genug zu haben meint. Ich meine nur mal Grundmauern untergegangener Dörfer, das hörte sich fast nach Ihrer Gemeindegebietsreform an. Meine Damen und Herren, das Land Brandenburg. Und das haben meine Vorredner auch schon festgestellt. Das Land Brandenburg, seine Landkreise, Städte und Gemeinden sind heute wie auch in Zukunft mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Wie gehen wir mit einem Bevölkerungsrückgang von 2,5 Millionen auf 2,2 Millionen im Jahr 2030 um? Wie organisieren wir das Zusammenleben und den Zusammenhalt in einem Land, in dem die Hälfte der Bevölkerung auf 15% der Fläche rund um Berlin lebt und die andere Hälfte sich auf den restlichen 85% in der Landesfläche verteilt? Wie können wir das Leben in Brandenburg trotz demografischen Wandels zukunftsfest und lebenswert gestalten? Leider reagiert die Landesregierung hier wie auf alle Herausforderungen immer wieder gleich. Zuerst werden die Herausforderungen ganz lange ignoriert. Und dann, wenn sie glasklar zutage treten und auch beim besten Willen nicht mehr zu ignorieren sind, erst dann reagiert die Landesregierung und zwar immer nach dem gleichen Motto, Reform oder Projekt. Dann wird der große Wurf angekündigt, denn die Landesregierung ist groß darin, Reformen und Projekte anzukündigen, sie erfolgreich auch umzusetzen. Daran hapert es meistens. Stattdessen verschlimmbessern die Reformen und Projekte die Probleme der Menschen und verlaufen ganz im Sande. Ich erinnere nur an die gescheiterte Polizeireform, die rückabgewickelte Schulamtsreform, die eingefrorene Inklusion, den Breitbandausbau in kleinen Schritten unter den BER. Und da stellen wir uns doch die Frage, wird auch die Verwaltungsstrukturreform 2019 so enden? Und es sieht fast so danach aus. Denn Sie, meine Damen von den Koalitionsfraktionen, haben bereits viel dafür getan, dass es der Verwaltungsstrukturreform an der notwendigen Akzeptanz vor Ort fehlt. In den Wahlprogrammen von SPD und Linken spielt die Zusammenlegung von Landkreisen, die Einkreisung von kreisfreien Städten und die Vergrößerung der Gemeindeverwaltung keine Rolle. Ganz im Gegenteil, es gibt Beispiele prominenter Politiker der SPD, die sich im letzten Jahr, sprich vor den Landtagswahlen, deutlich positioniert haben. Ich zitiere, ich bin optimistisch, dass die kreisfreien Städte im Land ihren Status erhalten, denn es geht ja darum, die Städte zu stärken. So der ehemalige Innenminister Ralf Holzschuh im Gespräch mit einer Zeitung am 13. August 2014. Und Sie, Herr Innenminister Schröter, haben in Ihrer damaligen Funktion als Landrat sogar damit gedroht, gegen eine Fusion mit dem Nachbarkreis Ostprignitz-Ruppin zu klagen. Und am 18. Februar letzten Jahres hat der Ministerpräsident selbst klargestellt, dass eine Verringerung der Zahl der Landkreise nur dann in Betracht kommt, wenn es davor funktional eine Notwendigkeit gäbe. Und wenn ich diese Aussage mit dem vorliegenden Leitbildentwurf vergleiche, stelle ich mir die Frage, wie das zusammenpassen soll. Wenn man das eine vor der Wahl sagt und nach der Wahl das Gegenteilige tut, dann ist das Wählertäuschung und Augenwischerei. Ich muss Herrn Holzschuh zugutehalten, dass er heute bei der Demonstration vor dem Landtag sich für die Kreisfreiheit von Brandenburg an der Havel ausgesprochen hat. Und ich bin gespannt, welche semantischen Klimmzüge er nachher bei der Abstimmung vollziehen wird.
Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat ihren Leitbildentwurf mit Verwaltungsstrukturreform etikettiert. Das ist nichts anderes als ein Etikettenschwindel. Denn sind wir doch ehrlich, der Schwerpunkt und das Ziel der vorliegenden Aktion ist die Reform der Kreis- und Gemeindegebiete. Erstens ist es schon entlarvend, wenn wir uns den Parteitagsbeschluss der SPD Brandenburg 2030, wir gestalten die Zukunft aus dem Jahre 2012 betrachten. Dort wird in den verschiedenen, genau vor der Wahl, dort wird in verschiedenen Thesen ausgeführt, dass bis 2019, Zitat, fast alle Städte und Gemeinden ihre Selbstverwaltungskraft infolge freiwilliger und vom Land geförderter oder gesetzlicher Fusion gestärkt, Zitat Ende, haben und kreisfreie Städte in Landkreise integriert sein können. Zwar wird auch, muss man zugeben, über eine Aufgabenübertragung auf die Landkreise gesprochen, aber eben nicht als Conditio sine qua non für eine Strukturreform, sondern allein aus dem einfachen Grund, um die Aufgaben auf einer Ebene koordiniert und wirtschaftlicher zu erfüllen. So reicht Ihnen, Herr Minister, nun in Ihrem Leitbildentwurf ein Funktionalreformchen als Rechtfertigung für die angestrebte Gebietsreform. Zweitens. Und hier ist auch immer die Wortwahl entlarvend. Sie, Herr Ministerpräsident, haben in Ihrer Regierungserklärung im November letzten Jahres die Formel Forms follows Function, man kann es auch einfach in Deutsch sagen, Form folgt Funktion, in die Diskussion gebracht. Und es ist eben nicht nur ein schöner Spruch im Englischen, wie Sie es in Ihrer Rede gesagt haben, sondern es ist ein Gestaltungsleitsatz aus dem Bereich Design. Und es ist doch augenscheinlich, dass Sie unser Land schlicht und einfach nach Ihren Wünschen designen möchten. Meine Damen und Herren, aber auch wenn wir den Titel des Leitbildentwurfs ernst nehmen, so bleibt er doch hinter den Versprechen seiner Überschrift weit zurück. Es fängt schon bei einer notwendigen Aufgabenkritik an, die schlichtweg fehlt. Eine vertiefte systematische Prüfung unter Einbeziehung der kommunalen Praxis wäre notwendig, wie sie bereits in dem Sonderausschuss zum Abbau von Normen und Standards gefordert wurde. Erst wenn wir die Arbeit der Verwaltung sinnvoll entbürokratisieren, können wir umfassende und folgerichtige Aufgabenverlagerung planen. In Ihrem Leitbild, Herr Minister, findet sich kein einziger Reformvorschlag zur Ministerial- und Landesverwaltung. Mit der Verwaltungseffizienz der Landesbehörde setzen Sie sich hier im Leitbildentwurf erst gar nicht auseinander. Stattdessen greifen Sie die Landkreise, Städte und Gemeinden an, weil Sie angeblich zu viele Mitarbeiter hätten. Und wenn Sie bei den Kommunen Einsparungen fordern, dann dürfen Sie aber nicht vergessen, auch vor der eigenen Tür zu kehren. Meine Damen und Herren, bleiben wir noch ein bisschen bei den Funktionalreförmchen. Sie, Herr Minister, haben in einer Pressekonferenz gesagt, nur vor dem Hintergrund einer möglichst umfassenden Aufgabenverlagerung auf die Kreisebene lässt sich eine flächendeckende Kreisgebietsreform in Land Brandenburg überhaupt rechtfertigen. Gut gebrüllt, Löwe. Aber was folgt daraus? Im Leitbildentwurf nehmen Sie 22 Aufgaben des Landes mit ca. 1.700 Personalstellen, die auf die Landkreise und kreisfreien Städte übertragen werden sollen. Das klingt erst mal nach viel. Aber wenn wir das genauer anschauen, wird klar, der große Wurf ist das nicht. 1.700 zu übertragene Personalstellen sind de facto 3,82% des Personals in der Landesverwaltung. Bürgernähe kann ich nicht erkennen, da viele der Aufgaben administrative Randbereiche der Kommunen betreffen und eben keinen direkten Bezug zum Bürger haben. Auch bei den zu übertragenden Aufgaben aus dem Landesbetrieb Forst mit ca. 900 Stellen kann ich keinen unmittelbaren Bürgerbezug erkennen. Soll der Landesbetrieb Forst darüber hinaus bei der Übertragung in seinen bisherigen Strukturen verbleiben oder müssen die Kommunen Struktur- und Personalanpassungsmaßnahmen vornehmen? Was ist mit den entstehenden Folgekosten? Auch die Funktionalreform 2 mit gerade mal 9 zu übertragenen Aufgaben von den Landkreisen auf die Gemeindeebene fällt im Vergleich zum Vorschlag der Enquete-Kommission 5.2 sehr klein aus. Ich sage es noch einmal, mit diesen Funktionalreformchen lassen sich die von Ihnen geplanten großflächigen Neuzuschnitte bei den Landkreisen und Gemeinden sowie die Einkreisung der kreisfreien Städte nicht rechtfertigen. Fakt ist, meine Damen und Herren, SPD und Linke wollen die seit 1993 gewachsenen Kreisstrukturen in Brandenburg zerschlagen. Sie wollen übergroße Regionalkreise mit einer Fläche von bis zu ca. 5.000 Quadratkilometer sternförmig um Berlin schaffen, die im Regelfall mindestens 175.000 Einwohner in Bezug auf das Jahr 2030 haben sollen.
Dabei sollen die drei kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel, Frankfurt-Oder und Cottbus als Oberzentren eingekreist werden, argumentiert wird mit der Leistungsfähigkeit der Verwaltungsstrukturen. Wir stimmen dem Innenminister ja durchaus zu, dass ein Zusammenhang zwischen Einwohnerzahl und Verwaltungseffizienz besteht. Und es ist richtig, dass Brandenburger Landkreise mit weniger als 120.000 Einwohnern in der Regel einen höheren Mitarbeiterzahl pro 1.000 Einwohner haben als größere Kreise. Aber wo berücksichtigt der Innenminister die zweifellos auch bestehenden Effizienzvorteile der kreisfreien Städte? Denn die kreisfreien Städte kommen mit durchschnittlich 13,23 Personalstellen je 1.000 Einwohner aus und bei den Landkreisen inklusive Gemeinde und Ämter sind es zusammengenommen 15,86 Stellen. Und dabei bestehen laut Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage gegenwärtig bei der Aufgabenerfüllung der kreisfreien Städte keine Defizite. Diesen Fakt blendet die Landesregierung allerdings einfach aus, weil es ihr nämlich nicht ins Konzept passt. Seriöse Politik sieht anders aus, meine Damen und Herren. Ich suche noch immer nach Ihrer Rechtfertigung für die Bildung großer Regionalkreise. Finanzielle Gründe können es wohl nicht sein, denn selbst das Gutachten der Enquete-Kommission stellte fest, dass eine Reformrendite nicht ermittelbar sei. Und wenn Sie auf die unterschiedliche strukturbedingte Einnahme- und aufgabenbedingten Ausgabensituation der Kreise und kreisfreie Städte verweisen, so werden Sie diese durch eine Reform nicht um einen Cent verändern. Ein gerechter Finanzausgleich lässt sich auch auf anderen Wegen erreichen. Dafür müssen keine Strukturen zerschlagen werden. Ein Blick nach Mecklenburg-Vorpommern zeigt, dass die drei größten Landkreise Vorpommern-Greifswald, Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte mit Ausmaßen von bis zu 5.500 Quadratkilometern keine erheblichen Effizienzrenditen erzielen. Im Gegenteil, deren Schuldenlasten sind dort sogar noch angestiegen. Und meine Damen und Herren, im Bundesvergleich haben die Brandenburger Landkreise derzeit den niedrigsten Schuldenstand bei der Kernverwaltung ohne Fonds, Einrichtungen und Unternehmen. Hier liegt kein Strukturdefizit vor, sondern es sind besonders die unterfinanzierten Aufgaben auch bei den Sozialleistungen, die erheblich zu den Schuldenständen der Landkreise und kreisfreien Städte beitragen. Aus diesen Gründen, meine Damen und Herren, ist auch in Brandenburg nicht mit hohen Effizienzrenditen durch die Kreisgebietsreform zu rechnen. Demzufolge sind gemäß Artikel 98 der Brandenburgischen Verfassung hohe Anforderungen an die Gemeinwohlgründe für eine solche Gebietsreform zu stellen. Und die müssen die bestehenden Nachteile wesentlich überwiegen. Und eine solche Abwägung findet in Ihrem Leitbildentwurf überhaupt nicht statt. Insbesondere im Hinblick auf die angestrebte Einwohnerzahl und eine noch praktikable Flächengröße fehlt eine solche Abwägung völlig. Und die eintretenden Nachteile blenden Sie völlig aus. Ich helfe Ihnen da gerne auf die Sprünge. Demokratieverlust und Abbau von Daseinsvorsorge. Unzumutbare weite Fahrwege für Bürger und ehrenamtlich tätige Kommunalpolitiker. Rückzug der Hauptverwaltung aus den Berlin-fernen Regionen, Etablierung unwirtschaftlicher Außenstände, Leerstand ehemaliger Kreisverwaltungsgebäude, finanzielle, infrastrukturelle und wirtschaftliche Schwerpunktsetzung verlagert sich noch stärker ins Berliner Umland. Kreisfusion und Zerschneiden von Landkreisen führt zu einem Identitätsverlust. Aufgrund der genannten erheblichen Nachteile und kaum vorhandener Vorteile von Regionalkreisen muss das Leitbild aber erheblich überarbeitet werden. Meine Damen und Herren, das mit Beschluss des Landtages vom 17. Dezember 2014 geforderte Finanzierungskonzept möchte ich hier nur am Rande streifen, denn es ist im Kern im Leitbildentwurf nicht enthalten. Uns muss klar sein, dass die Strukturreform in erster Linie mehr kostet, als sie uns im Endeffekt einbringt. Wir möchten deshalb mit Ihnen, und das ist eben nicht die fundamentale Ablehnung, Herr Ness, sondern wir möchten mit Ihnen in den nächsten Monaten über eine Änderung dieses Leitbildes diskutieren. Wir wollen, ähnlich wie in Sachsen, freiwillige Landkreisfunktionen, die durch eine angemessene Anschubfinanzierung in Höhe von mindestens 10 Millionen Euro für jeden der beteiligten Landkreise und kreisfreien Städte gefördert werden. Das Prinzip muss lauten, Freiwilligkeit statt Zwang und Kooperation statt Fusion. Schauen Sie doch nach Prignitz und Ostprignitz-Ruppin, wo Ansätze zu einer freiwilligen Fusion schon erkennbar sind. Und darüber hinaus muss die Teilentschuldung der Kommunen durch Landesmittel möglich sein und nicht unter Einbeziehung der Verbundmasse. Letztlich kommen wir um eine Neubewertung des kommunalen Finanzausgleichs anhand der Aufgabenverteilung und Aufstockung der Verbundmasse nicht herum.
Meine Damen und Herren, ich habe jetzt nur noch knapp 2 Minuten, aber ich muss doch noch ansprechen, nämlich den härtesten Schlag führt die Landesregierung letztendlich gegen die schwächsten Glieder der kommunalen Familie, gegen die Städte und Gemeinden. Gemeint sind die in dieser Legislaturperiode als freiwillig deklarierten Verwaltungszusammenschlüsse zu Gemeinden von mindestens 10.000 Einwohnern bezogen auf das Jahr 2030. Hierbei handelt es sich um nichts anderes als um eine verkappte Gemeindegebietsreform, die in der nächsten Legislaturperiode durch Zwang vollendet werden soll. Das läuft nach dem Motto, wer nicht fusioniert, verliert. Womit begründen Sie überhaupt die neue Mindesteinwohnerzahl von 10.000? Die 5.000-Einwohner-Grenze, die bei der Reform von Minister Schönbohm im Jahr 2013 festgeschrieben wurde, hat sich doch bewährt. Warum wird sie nicht fortgeschrieben? Durch Ihre Einwohnergrenze und den Umstand, dass keine Flächenobergrenze im Leitbildentwurf beschrieben wird, könnten Gemeindeflächenriesen mit mehr als 600 Quadratkilometer entstehen. Dass diese Flächenriesen ihren örtlichen Charakter verlieren, was auch der kommunalen Selbstverwaltung, der Daseinsvorsorge und der Demokratie vor Ort erheblich schadet, ist wohl unbenommen. Es gäbe noch viel zu dem Leitbild zu sagen, aber die Zeit verrinnt sehr schnell, deswegen komme ich zu meinem Fazit. Sie dürfen bei allen Reformplänen die Aufgabenkritik in der Landesverwaltung nicht außer Acht lassen. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Mehrheit der kreisfreien Städte und Landkreise ihre Aufgaben effizient erledigen. Seien Sie redlich, denn Ihre finanziellen Rechtfertigungen sind nicht haltbar. Sorgen Sie bitte für einen angemessenen Finanzausgleich, dann sind Zwangsfusionen unnötig. Stellen Sie den Kommunen in einem Werkzeugkoffer der Möglichkeiten auch Kooperationsmodelle zur Verfügung. Hören Sie den Bürgern und den kommunalen Vertretern in dem anstehenden Dialog zu, denn die wissen am besten, wo es Probleme gibt und wo es gut läuft. Und hören Sie ihnen nicht nur zu, sondern nehmen Sie Ihre Ratschläge auch an. Und haben Sie vor allen Dingen, das ist mein letztes Fazit, haben Sie auch den Mut zu ermitteln, ob Sie die Brandenburger überzeugen konnten. Haben Sie den Mut zu einer Volksbefragung parallel zur Bundestagswahl, wie sie die CDU bereits im Januar diesen Jahres gefordert hat. Vielen Dank.